Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Spielewelt MV. Ich bin der Terra und wir sind nach den letzten Einsätzen auf dem Weg nach Daigoro oder wie er heißt. Ja, ist hier schon gleich kurz vor uns. Ich bin da erstmal im Offline-Modus schon mal hingelaufen. War ja 2,2 oder so Kilometer entfernt. Also wir sollen hier zurück zu ihm und mit ihm sprechen, den wir alle Hinweise aufgedeckt haben. Mal sehen, was es Neues gibt. Komm, wir sprechen mal erstmal mit ihm hier. Hey, kein Grund zur Sorge. Wohnanlage Vega oder Fundstück Einsatzziel? Ich bin auf der Suche nach diesem Ort. Ich könnte Ihnen sagen, wo Sie vielleicht fündig werden. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. So, die Karte ist aktualisiert. Wohnanlage Vega. So, dann sprechen wir mal mit ihm. Geht es Ihnen gut? Ist noch alles dran. Ich war in einer Werkstatt. Vielleicht war es Ihre? Da gab es Entwürfe, die Paula gezeichnet hat. Dafür ist keine Zeit. Der Sentinel-Trupp hat ein paar unserer Vorräte. Wichtige Vorräte. Ohne sie überleben wir nicht. Bitte helfen Sie uns, sie zurückzuholen und zu unserem Treffpunkt zu bringen. Ja, gut. Aber diese Dokumente behalte ich. Bringen Sie den Laster zu den Outcast. Den Laster? Denke ich mal, ne? Komm, wir schauen mal auf die Karte. Wo ist denn das mit den Laster? Laster. Ach, hier hin. Okay. Ich denke mal, den Laster meint er jetzt hier, oder? Hoffe ich doch mal. Richtig? Ich hoffe. Ich hoffe, muss ich hier links ab. Ja, rechts ab. Können wir mal so auf den Radar gucken? Aber der Lack was Violettes. Zu den Outcast bringen.
Also ausbremsen können wir ihn nicht. Wie lange fährt er geradeaus? Die Spritze gesetzt, zu spät. Ah, man muss ja auch mal wieder dran gewöhnen mit der Steuerung. Gut, wir hätten ja auch wegfahren können, ne? Aber naja, gut. Ja, man muss sich immer erst wieder dran gewöhnen, wenn man eine ganze Zeit lang jetzt Division gezockt hat und dann auf einmal Breakpoint und da die Steuerung für meine Verhältnisse oder für meine Ansicht nach ein bisschen schwammig ist. Die hätten das mal so machen sollen wie bei Division, dass sie exakt anspricht. Aber habe auch schon von vielen gehört, dass sie damit mit der Steuerung nicht so sehr zufrieden sind. Aber naja, gut, man kann sich auch daran gewöhnen. So, jetzt fährt das Geschoss wieder da hinten. Ach komm, runter hier. Gucken. Da ist er. Okay, da müssen wir aufpassen. Das ist hier ganz schön groß. Okay. Das ist jetzt schon.
fahren erstmal hinterher. Gucken mal, was passiert. Wo er abbiegt. Okay, wieder einsteigen. Wollen wir den Scharfschützengewehr ausschalten? Also bin ich hier gestorben vorhin? Bin ich hier abgebogen? Ist hier angehalten, genau. So. Der fährt ja auch ein heißes Eisen, ne? Oh, der ist... So, den müssen wir jetzt mopsen. Komm raus. So, Hohenzorn. Wir sind genug von der Barras Akkus, um die ganze Insel zu sprengen. Zwei Kilometer, okay, hoch. Gucken, wo wir abbiegen müssen. Jetzt müssen wir wieder mit ihm reden. Einsatz abgeschlossen. Die Ausrüstung von Sentinel zurückholen. Sprechen Sie mit dem Truppführer der Aufklärung. Wo zur Hölle ist dieses Schwein Daigoro? Er ist bei der South Cape Whaling Station, um seine Schwester zu treffen. Was ist los? Keine Sorge, Daigoro wird es noch früh genug erfahren. Okay. So, der nächste Einsatz 15 Kilometer entfernt. Mich juckt die los. So, mit Harui sprechen. Sie ist in der South Cape Station. Da schauen wir doch mal auf der Karte. In der South Station Cape. Wir schauen in der falschen Richtung, glaube ich, mit dem Pfeil. Lass mich das mal von der, vom Scharfschützen kurz abhängen hier. Wie war das mit dem Lösen? Komme ich gleich nochmal drauf.
Ja, 15 Kilometer von bis da hinten hin. Haftnotiz verbergen, Haftnotiz verwalten, Tab gedrückt halten. Ja. Ups. Okay. Haben wir jetzt überhaupt keine mehr? Doch. Mit Herr Uri sprechen. Haftnotiz verwalten. Und jetzt können wir runtergehen und die lösen. Gut. Daten auf den Computer hochladen. District. Fake News. Ach, das war ein Nebeneinsatz, ne? Wollten wir wegmachen. Genau. So. Jetzt sehen wir mal ein bisschen besser auf der Karte. 15 Kilometer entfernt. Hallo, Ballo. Oh. Komm, meine liebe Maus. Spiel mit, mach mit, mach mit. Die ist doch wieder hier hinten auf der Insel, oder? Da, auf der Insel, siehste. Mit Harui Ito sprechen. Ist da ein Camp in der Nähe? Ja, können wir eine Schnellreise machen. Machen wir natürlich auch. Müssen ja nicht da jetzt stundenlang durch die Gegend fliegen, ne? Wobei es eigentlich relativ schnell geht, aber damit muss man ja auch nicht das Video unnötig in die Länge ziehen, ne? Wir wollen ja hier die Hauptstory durchspielen. Später im Offline-Modus, hier im Offline-Modus da schon, wenn die Story durchgespielt ist, ja, dann werde ich hier bestimmt auch ein paar Livestreams von machen und mit euch mal so durch die Gegend eiern. Und auch fliegen und so und die ganzen Nebeneinsätze machen. So. Auf dem Weg nach oben. Na, wir müssen hier mit... Ist sie nicht angeheftet oder was? Mit Haori sprechen. Ja, ist doch da. Gut. Der weiße Punkt ist. Hab schon in der richtigen Richtung geguckt. So. Mal gucken, wie wir hier runterkommen. Von dem hohen Berg. Wir waren ja bis jetzt immer mit dem Hubschrauber hergeflogen. Nicht, dass wir runterpurzeln und dann uns das Genick brechen. Was natürlich immer leicht passieren kann bei uns. Wer schon die Folgen verfolgt hat bei mir. Da sind wir schon ein paar Mal runtergefallen und gestolpert. Und gestürzt. Weil wir einfach, ja, zu forsch waren. Ich gehe jetzt mal hier lang. Nicht da, wo das Fragezeichen war, was vor uns war. Sind wir im Dorf angekommen. Hubschrauber, Boote sind, der Übertragung gehört? Sind hier auch bereit. So. Hat das Ding schon knapp? Sei mal kurz still, ich versuche mich hier zu konzentrieren. Hallo, Hiroito. Muji, guten Tag. So, Haupteinsatz mit Haui sprechen. Dann gibt es noch einen Nebeneinsatz und noch einen Nebeneinsatz. Alles klar, so viele. Aber wir müssen ja da mit ihr sprechen. Denn wo ist ihr verdammter Bruder? Nomad! Alles okay? Halt! Halt! Du Stück Scheiße. Du hast mir gefälligst zu sagen, wenn du mich hinter einem Truck voller Sprengstoff herschickst. Oder wolltest du mich umbringen? Hä? Was ist mit diesen Entwürfen? Bist du Hobbyingenieur? Oder hast du einfach 30 Leute hochgejagt? Tun Sie ihm nichts! Bitte, lassen Sie mich erklären! Sagen Sie nicht, das war Ihre Idee. Nein, warten Sie. Ihr seid scheiß Terroristen und ihr wolltet mich hochjagen. Das war ein Fehler, okay? Er hatte Angst. Das Gebäude hätte leer sein sollen. Thank you.
Das Labor hätte leer sein sollen. Wir hatten falsche Informationen. Sie beide sind Idioten. Und der Rest der Outcasts auch. Die Zukunft muss der Mensch sein. Projekt Deus will Computer erschaffen, die klüger sind als wir. Was ist mit Paula Madeira? Gab sie Ihnen diese Entwürfe? Nein. Daigoro hat rausgefunden, wie man ihre Akkus als Brandbomben benutzen kann. Wir haben es vor ihr verheimlicht. Erst recht, nachdem so viele gestorben waren. Paula ist so wichtig für uns. Wollen Sie uns noch umbringen? Dummheit ist nicht besser als Bosheit. Aber solange Sentinel da draußen ist, brauche ich sie. Ich sag Paula, was sie und ihre Schwester getan haben. Kampfmaschine? Sagen Sie, es tut mir leid. Kampfmaschine, das gefällt mir. Haruhito zum Bombenanschlag. So, den Hinweis haben wir auch und jetzt können wir es auch lösen. Lösen? Muss ich da mit der Maus rauf oder wie? Ja. Na, Forschung abgeschlossen. Die Outcasts haben den Angriff durchgeführt in der Annahme, das Gebäude sei leer. Ja, man sollte schon vorher überprüfen, sage ich immer wieder. Ne? Nicht einfach rin stolpern, poltern und ja. Da einfach mal so einen auf Kamikaze machen. So, wir machen mal noch den Haupteinsatz Madeira. Jetzt sollen wir mit Madeira sprechen. Ist angeheftet. Sie ist in South Cape Station. South Cape Station, da gucken wir mal auf der Karte, die ist hier oben. Upp. Da ist er, die ist ja gleich hier, genau. Wir haben wieder in der letzten Folge hierher gebracht, mit ihr reden wir auch nochmal. Wir hatten sie ja befreit und... Sei mal kurz still, ich versuche mich hier zu konzentrieren. Verletzt, wie sie war, haben wir sie hierher gebracht. Sie wollte auch ein bisschen flirten mit uns. Also, gehen wir mal rein. Paula? Lassen Sie mich. Ich habe keine Kraft zu streiten. Ich bin nicht hier, um zu streiten. Ich muss Ihnen was sagen. Haruhi und Daigoro haben das Geldhecklabor gesprengt. Ich kenne die Gerüchte. Aber Haruhi und Daigoro würden niemandem was tun. Das wollten sie auch nicht. Unglaublich. Ich dachte immer... Keine Ahnung, dass... sie einer in die Falle lockte, damit sie wie Terroristen aussehen. Und sie haben einen ihrer Akkus als Bombe benutzt. Daigoro konnte die Technik entsprechend anpassen. Und Sentinel hat herausgefunden, wie er es gemacht hat. Oh nein. Ist alles in Ordnung? Kennen Sie den Spruch, dass die Wahrheit einen befreit? Ja, kenne ich. Das ist Unsinn. Ich weiß, was Jace für meinen Mann getan hat. Und was Haruhi mit meiner Technologie gemacht hat. Gehen wir zu Jace. Wie geht's dir mit all dem?
Neuer Einsatz. Eine Sache noch. Paula Madeira. Tab anheften. Nochmal mit Madeira sprechen. Auf dem Weg nach U. Okay. Ja, dann gehen wir da nochmal rein. Mal sehen, was diesmal rauskommt. Es geht Ihnen besser. Nur meinem Stolz nicht. Was soll die Scheiße, Paula? Du gehst mit der Kampfmaschine zurück zu Skell? Ihr habt meine Arbeit benutzt, um 30 Leute zu töten. Ich kann nicht bleiben. Jay Skell ist ein verdammtes Monster! Und was bist du? Was ist aus dir geworden? Ich bin zu der Frau geworden, die diesen Kampf durchstehen kann. Und du gibst einfach auf? Nein, ich suche meine Kämpfe aus. Auf geht's. Warte, bitte, Sentinel! Wir haben erfahren, dass sie drei deiner Akkus haben. Und sie wissen, wie man sie zu Sprengkörpern umbaut. Die haben genug Sprengstoff. Diese Akkus sind winzig. Sie passen in sehr kleine Drohnen und haben sehr große Sprengkraft. Sentinel will sie im Vergnügungsviertel zünden und uns die Schuld dafür geben. Operation unter falscher Flagge. Klingt eindeutig nach Stone. Ja. Bleib. Wir bringen das gemeinsam in Ordnung. Nein. Sagen Sie mir, wo Sie sind, dann bringe ich es in Ordnung. Gut. Nicht ohne mich. Und ich weiß, wo die Pläne sind. Ich will sie vernichten. Wir sind halt die Kampfmaschine. So, Madeira ist in der South Cap Station auf der Windy Island. Madeira zum Helikopter eskortieren. Na, der kommt. Wir gehen mal zum Helikopter, der steht ja hier. Kommst du? Ach, müssen wir den? Okay. Den sollen wir nehmen. Eine schöne Kampfmaschine. Das ist ja mal was Passendes. Schütze. Fahre. Steigen Sie ein, Madeira. Als Schütze. Wunderbar. Zerstören Sie die Akkucontainer in Emilius. Wer sind Sie eigentlich? Ich sitze einfach auf Aroa fest, wie alle anderen auch. Aber Sie kannten Cole Walker. Sie haben mit ihm gedient? Das war einmal. Als das Frachtschiff versenkt wurde und Aroa offline ging, wurde meine Einheit geschickt, um die Hauptinsel auszukundschaften. Unser Helikopter wurde von Drohnen abgeschossen. Nur Sie sind übrig? Es gibt noch ein paar mehr von uns auf der Insel. Aber wir sind viel zu wenige. Und die haben jede Menge Waffen. Hinter feindlichen Linien und umzingelt. Wissen Sie, was man über Fallschirmjäger sagt? Dass sie im Prinzip schon umzingelt sind, sobald sie abspringen. Aber sie haben Leute verloren. Kommt die Sache wieder ins Lot zwischen Ihnen und Jace? Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und das werden wir sehen in der nächsten Folge, ob wir das hinkriegen. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, empfehlt mich weiter. Und schaut noch mal in den anderen Playlists nach. Also bis zum nächsten Mal, um zu sehen, ob wir es hinbekommen. Ich sag mal, bye bye, habt eine schöne Zeit. Tschüss.